Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM Enemy Within. Und das hier ist jetzt mal so eine Art kleines Infovideo, nur damit ihr halt Bescheid wisst. Ich habe diesen Part hier schon zweimal aufgenommen, das hier ist jetzt das dritte Mal und ich schaffe es nicht zeitlich ihn hinzubekommen, weil das Spiel ist mir zweimal abgestürzt. Jedes Mal so circa bei 50 Minuten. Und wenn es jetzt nochmal 50 Minuten dauert, dann wird es halt ewig dauern. Ich werde dementsprechend jetzt hier mal die ganzen Vorbereitungen für die Mission treffen, wie ich es vorhin schon gemacht habe. Und kurz vor der Mission, wenn sie losgeht, einen Cut machen, den hochladen, damit ihr Bescheid wisst, ne? Ich mache jetzt mal alles so wie vorhin. Ich kaufe mir mal hier den Offiziers-Upgrade, weil... Und ernenne dann nochmal ein paar Offiziere wie einen Colonel. Colonel kann man immer gut gebrauchen. Und da gehen wir auf plus 5 Willenskraft und plus 5 Defensive. Weil plus 2 M für jeden Kontinent-Bonus. Ich weiß nicht, ob sich das so sonderlich lohnt. Wobei, das könnte ja... Wie viele Kontinente gibt es? 1, 2, 3, 4, 5. Maximal plus 10. Naja gut, hier haben wir automatisch schon... Nee, wir nehmen die Deckung und so. Das passt dann schon. Kürze ich das mal alles ein bisschen ab. Dann hätte ich gerne noch einen neuen Major. Und das wird Schreier. Da können wir zwischen den XP-Boosts wählen. Ich bin dafür und habe vorhin auch die plus 25 XP für jeden Kill gemacht. Weil klar, die plus 25 XP für die Mission sind deutlich mehr, weil das sind ja 25 XP an sich. Und das sind halt nur die 25 plus Prozent XP von jedem Kill. Wenn ein Kill zum Beispiel 20 XP bringt, dann sind es nur 25% von den 20 XP. Aber auf lange Sicht ist das hier besser geeignet, weil wir haben sehr viele Gunnery Sergeants und Tech Sergeants, die auch noch Erfahrung brauchen. Also her damit. Okay, und dann nehmen wir hier noch zwei neue Captains. Können wir uns auch noch leisten. Und wir gehen einfach mal auf die Defensive. Dasselbe machen wir nochmal mit Captain. Mit Sophia. Gut, dann bin ich in die Foundry gegangen und habe mir die Advanced Repair zugelegt, damit unsere Jäger schneller repariert werden. Absolutes Muss. Und dann habe ich ein bisschen nach vorne... Ja, Dr. Shen, halt die Klappe, ich habe keine Zeit. Die Folge kommt ja eh schon viel zu spät. Genau, wir sind jetzt bei 3 Minuten. Oh. Scannen wir nach vorne zum Skeletten-Kell. Gut. Dann scannen wir nochmal weiter zur Interrogation. Okay, ich breche mal Dr. Wahlen ab, weil ich kann es schneller zusammenfassen. Das ist das zweite jetzt. Das eignet sich dafür, damit, wie soll ich sagen, die Soldaten nicht so lange, beziehungsweise damit die länger brauchen, bis sie ausbluten, bevor sie medizinisch versorgt werden. Gilt aber halt nur für Soldaten, die das Upgrade haben. Scannen wir halt weiter zur Interrogation. Und für 10 Elite-Mutants und 19... Ah, komm schon. In der letzten Aufnahme hast du mir ein deutlich besseres Angebot gemacht. Ja, wir brauchen die Elite-Mutants für unser Tactical Rigging. Aber einen neuen Scout-Sniper zu haben... Ein zusätzlicher Scout und so schadet nicht. Mache ich trotzdem... Weißt du, was hat er mir das letzte Mal angeboten? Das letzte Mal hat er mir keinen Scout gegeben, da hat er mir einen Gunner gegeben. Und das für, was weiß ich, was waren das? Und 45 Kröten für 3 Sektoids, Mechtoids-Kurs, für 3 Mechtoids-Kurs, genau so war das. Gut. Review Soldier, schauen wir den nochmal schnell an. Was wir so Schönes bekommen haben. Jamila Hex Jabber. Du willst wirklich Scout werden? Ich wäre fast schon dafür, dass wir bei dir auf Zufall gehen. Bewegungsreichweite 11, 61 Treffsicherheit. Klar, ein Scout wärst du schon, minus 2 Cover. Wir gehen einfach mal bei dir auf Zufall und hoffen mal, dass es kein Engineer oder Infanterist wird. Und es ist ein Infanterist, sehr nett. Da färben wir noch schnell mal kurz die Farben ein. Mit der Rüstung sehe ich es dann besser. Customize. Naja gut, dann wirst du halt eben amputiert. Einmal schwarz machen, bitte. Dankeschön.
Und dann scannen wir weiter und dann müsste jetzt langsam mal so ein UFO reingeflogen kommen. Aber zuerst ist die Interrogation mit dem Sektopoden fertig, was uns kybernetische Research Credits einbringt. Und dann bin ich auf dem Muton-Verhör gegangen. Brauche ich jetzt nicht weiter erklären, das andere ist einfach viel zu teuer, dauert viel zu lange. Und der Muton freut sich auch, wenn er da endlich mal rauskommt. Oh Mann, wie ekelhaft ist das denn, dass ich das Ganze nochmal machen muss. Höchstwahrscheinlich bekomme ich jetzt auch noch eine ganz andere Mission. Aber hey. Immerhin kriege ich diesen kleinen Part bis um 9 hochgeladen. Und genau, da kommt der Abduktor. Den können wir nicht abschießen, da wir nur einen Abfangjäger haben. Genau. Lassen wir ihn landen. Haben eine Form Mission. Genau. Ich bestätige das Ganze nochmal. Urban Large Structure in a Single Large Building. Okay, jetzt zumindest ist die Beschreibung gleich. Aber es kann durchaus sein, dass es eine ganz andere Mission ist als davor. Ich werde trotzdem dasselbe Team zusammenstellen. Sophia, mit dem Andy. Assault habe ich daheim gelassen. Gunner. Scout. Engineer. Medic. Dann habe ich zwei Rocketeers mitgeschleppt. Roberta und Irina. Genau. Die rüsten wir noch schnell aus. Bam, 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 bam. Genau, Rüstung. Was überlege ich denn da? Gauss Rifle, genau. Beim Rocket Launcher brauche ich gar nicht erst gucken, weil der defekt ist. Das weiß ich noch. Rüstung, Gauss Rifle. Fertig. Rüstung, Carabine. Okay, Pistole bekommst du auch noch. Gut. Ich habe ja vorhin einen Berserker gefangen genommen, bevor das Spiel abgestürzt ist. Und das würde ich gerne nochmal probieren. Falls wir überhaupt einen Berserker bekommen. Gauss Rifle, Pistole und... Ach ja, weil die Frage aufgekommen ist. Der Neuroregulator, der wird nur bei Soldaten angezeigt, die Psy-begabt sind, beziehungsweise schon ihre Psy-Ding abgeschlossen haben, ihre Psy-Ausbildung. Ein Axra, genau. Hier habe ich auch ein Axra mitgegeben. Wenn ich mich recht entsinne. Pistole. Aber einen Illuminator habe ich dir auch mitgegeben, genau. Und einen zweiten Axra. Beim Gunner geht es auch relativ schnell. Du bekommst von mir eine Rüstung. Gauss Auto Rifle. Dass ich da überhaupt so überlegen muss, ne? Wie ich das vorhin schon genauso eingestellt habe. Hatte ich dir Piercing-Ammo mitgegeben? Schon, oder? Egal, dann hast du jetzt vielleicht ein bisschen mehr Feuerkraft als davor. So, das hier ist auch ein No-Brainer. Long Rifle. Pistole. B-Pod. Und du hattest dann noch... Und hier die letzte Aegis-Armor. Heavy Gauss Rifle. Pistole. Chemgranate hatte ich dir mitgegeben. Und war richtig ekelhaft, wenn das Spiel mal abstürzt und du einfach weißt, hey, die Folge kommt einfach mal jetzt 8 Stunden später, ne? Hatte ich dir einen Scope mitgegeben? Ich denke schon, oder? Oder Yellow Jacket Rounds. Ich gebe jetzt einfach mal Yellow Jacket Rounds mit und gut ist. So, dann fliegen wir jetzt mal hin. Und wenn wir gelandet sind, gibt es einen kleinen Cut. Und der Rest der Mission kommt dann eben später. Wie viele Stunden es tatsächlich sein werden, die ihr raten müsst, hängt davon ab, wie lange es dauern wird, die Mission hier abzuschließen. Okay, es war definitiv eine andere Map. Ja gut. Wir sehen immer noch Dutzende Abduktionsversuche, die von den Städten um die Welt kommen. Du wirst auf der Seite des letzten Reports deployen. Launch Mission. Gut, jetzt landen wir noch schnell. Und ich würde sagen, meine Freunde,
Jetzt kommt gleich der Cut, sobald wir ausgestiegen sind. Und wir sehen uns dann in 4 bis 8 Stunden, vielleicht auch in 9 Stunden erst. Je nachdem, wie lange die Mission ist. Also wartet nicht auf den zweiten Part, schaut ihn euch notfalls morgen an. Ja, Bradford, Klappe. Weil dann werden wir uns diese Mission hier mal genauer anschauen. Und ich wiederhole es noch gerne. Ich muss diesen Cut jetzt machen, weil ich es nicht schaffe zum Uploaden. Da ich diese Mission schon mal gemacht habe, also jetzt nicht diese direkt. Also diesen Part habe ich schon aufgenommen und das Spiel ist abgestürzt. Na genau, knapp 50 Minuten, einer Stunde so rum. Ja, ihr wisst Bescheid. Also dann bis später. Tschüss.